Hallo, liebe Leute. Wieder eine kleine neue Folge vom Let's Play oder Let's Play in diesem Fall. Der Riftbreaker und zwar das Prolog. Habe ich gerade mal entdeckt, tatsächlich. Ich war gerade ein bisschen am Rumschauen auf Steam und habe das Spiel gesehen. Und habe mir gedacht, lade ich das mal runter. Habe ich auch jetzt gerade gemacht tatsächlich. Und werde es mal blind mal anspielen. Nicht wundern, das ist gleich weg, das Fenster hier. Ich spiele auf dem Shadow, weil es aktuell für meinen PC zu warm ist. Genau. Bei 30 Grad in der Bude ist das nicht so schön. So. Dementsprechend. Schauen wir uns gleich mal das Spiel an. Das ist der Riftbreaker und also ist wie schon gesagt ein Prolog dementsprechend. Beginn der Handlung vor das Haupt vom Hauptspiel. Also das Hauptspiel ist im Endeffekt, was dieses Jahr noch erscheinen soll. Da schaue ich mir mal genauer an. Also was ich schon ein bisschen gelesen habe, ist dementsprechend, dass es halt ein Aufbau- und Survival-Überlebensspiel ist mit Action-RPG-Elementen. Da ist man dementsprechend als Wissenschaftlerin, Elite-Wissenschaftlerin, entsprechend in einen Mech-Anzug. Dabei Basen bauen, Ressourcen sammeln und so weiter und so fort, wie man das so kennt. Wenn man sich das hier schon leicht anschaut, dann könnte man ja gleich StarCraft spielen. Nein, war ein Witz, war ein Witz. So, dann schauen wir uns das gleich mal an. Werde ich auch das Spiel einmal starten. Und wie schon sagte, das Fenster ist manchmal größer. So. Kann sein, dass er noch eine Installationsgeschichte machen will. Sollte der Sound jetzt zu laut sein, dann gleich. Wobei ich bin auch ziemlich laut, sehe ich gerade. Ich bin auch teilweise im roten Bereich. Also werdet ihr das wahrscheinlich sowieso in der Lautstärke haben, dann geht das. Da solltet ihr nicht überrascht sein von der Lautstärke. Ich werde nicht schneien. Deshalb mache ich auch die Aufzeichnung gleich mit, weil ich rede halt, ne? Weil diese Verarbeitung dauert immer so lange. Aber so seht ihr wenigstens dann von Anfang an das, wie das Ganze läuft. Also ihr seht, er will halt noch ein bisschen was installieren. Das Spiel selbst ist auf Englisch mit deutschem Text dementsprechend und Menü auch auf Text. Also dementsprechend gibt es keine deutsche Sprachwiedergabe. Ich denke mir mal, das wird nicht so schlimm sein bei so einem Spiel. Ich dachte, es tut mir jetzt schon leid wegen dem Sound, aber ich habe in meinem Mund. Doch gleich leiser machen. Riftbreaker Ashley reporting successful jump procedure. Roger that. Begin field base setup.
Houston, I've spotted something near the LZ. It's closing in. So. Ach, okay. Hat sogar ein eigenes Streaming. Für Twitch. Interessant. Vibration. Grafik. Das wird mal Vollbild machen. Mal gucken, ob es höher geht. Besser, ne? So ein bisschen leiser, glaube ich. So nicht so laut, dann passt das schon. Benutzeroberfläche, was haben wir da? Zeitanzeigen 24. Schadenzahl, ah, man kann die Schadenzahlen einblenden und ausblenden. Okay. Steuerung gucken wir uns kurz mal an. Also dementsprechend ist das relativ gering gehalten. Ja, also es ist relativ simpel gehalten. Future der Vollvision. Okay, da wird nochmal die Details so ein bisschen, was im Spiel so vorkommt, wird, Erforschung, Blaupausen runter und so weiter, Rüstung und so weiter. Mehrere Basen, den ganzen Planeten, um die Wirtschaft zu entwickeln, Rohstoffe und so weiter abzubauen, Beute sammeln, Biomasse, Mineralproben und unter der Oberfläche verborgene Rohstoffe. Sieht nett aus. Würde ich sagen, ganz spontan. Dementsprechend werde ich mal das Prolog starten. Das ist eine Pre-Alpha-Version, so wie es aussieht. Na, also noch nicht ganz ausbalanciert das Ganze, ne? Rip jump successful. Sensors online, weapons activated. We're ready to go. Riftbreaker Novak, please report. Houston, this is Ashley. Reporting rift jump successful. Roger that. Begin field base setup. Ashley. Construct a headquarters building to secure our presence here. It will allow me to reconstruct if my armor is destroyed. We don't have enough carbonium to build an HQ. Let's scout for a deposit and set up our base close to it. We need to move quick. It's probably a matter of time before the natives spot us. Okay. Wie ich sehe,
Es gibt Verbindung zur Erde, zu Houston. Dementsprechend ist das eine fremde Erde, logischerweise. Ist auch eine Wissenschaftlerin zum Erforschen. So, jetzt will ich erstmal wissen, wie man was macht. Das ist die rechte Maustaste. Das ist die linke Maustaste. Achso, okay, ich habe auch Munition, da muss ich aufpassen, okay. Aber wie soll ich was abbauen? Ah. Okay. Also, zur Info, rein und rauszoomen kann ich hier nicht gerade. We've located a carbonium deposit. Ich hab gesehen, da waren Viecher. Okay. Move on to the deposit and start drilling. Okay, man kann hier einiges, scheint hier okay. Man kann hier vieles kaputt machen. Mit der Maus steuern, ja. Vergesse ich immer, mich zu bewegen dann. Place it close to a carbonium deposit. This will help us speed up resource production. Oops. Das war das Falsche. Also, ich soll eine Base herstellen. Das machen wir doch gleich. HQ construction in progress. Sometimes I wish we could fast forward this part of the simulation. Captain Novak, let me remind you that even though this is a simulated training exercise, you are expected to perform as if it was your real mission on Galatea 37. We need to expand the base. Let's build a carbonium factory to do the digging for us. Yes, we've got much more interesting things to do. Let's automate this. Kann auch tanzen. So, da. Carboniumfabrik sollen wir herstellen. Ich denke, macht Sinn, das natürlich auf diese Ressource zu tun. So, jetzt brauchen wir scheinbar Strom. Right now, we can only construct some basic power plants. Wind turbines and carbonium power plants. Wind turbines are less effective, but they work around the clock. Carbonium power plants are very effective, but they use up the deposits that they are placed on. In the beginning, it's best to use a combination of these power sources.
We can balance energy peaks and shortages by storing excess energy in energy storages. Also, remember to connect all buildings to the power grid using energy connectors. They connect all buildings within their area of operation, even if power lines are not visible. Kraftwerk und Windkraftanlage. Reicht nicht, ne? Oh, wir haben hier einen Tag- und Nachtzyklus. Haben wir genug. Detecting a lot of movement to the west. We should build up a defensive perimeter around the base. Let's set up some walls and sentinel towers. Focus our defenses on the western direction. They never change the beginning of this exercise. Captain Novak, we all know your renowned scientific background, but your combat performance in the previous simulation was far from spectacular. Slaughtering indigenous creatures was never my area of expertise. We've already done this a couple of times. We've introduced some new additions to this course. We'll see what your area of expertise really is. So, also ich soll auf jeden Fall gleich mal abwehren. Türme müssen natürlich auch mit Strom versorgt werden. I don't have enough AI cores to support any more defensive towers. You will need to construct additional AI hubs to expand our defenses. Remember to build more power plants before you do that. AI hubs consume a lot of energy. Okay. Das heißt, er verwaltet dann entsprechend. Also man sieht, man kann im Endeffekt nicht die Karte so gucken, wie man will, so rumlinks, und weil man bewegt im Endeffekt, dann sollte man doch lieber M wahrscheinlich nehmen, und dann sieht man das dann, es wird da angegriffen, da kommen welche jedenfalls.
So, dann muss ich noch ein bisschen bauen. Allerdings brauche ich noch. Ich helfe mal ein bisschen mit. Aber ich finde, das sieht schon ganz nett aus. Energy connectors distribute power to all buildings within their operating radius. Dann bauen wir nochmal den Mauern. Wenn ich gedrückt halte, geht das auch? Ja. Also wenn man gedrückt hält, geht das wunderbar. Kann man wunderbar ziehen. But we should try to surround our entire base with walls and defensive towers. Allerdings sehe ich hier nicht. Allerdings sehe ich hier nicht, wenn man drüber geht, was das für Fähigkeiten sind. Die ich gleich mal so ganz blind mal austesten werde, gucken, was passiert. I'm detecting a large group of creatures heading towards our position. Prepare to fight. We're ready for them, Mr. Riggs. Remember to use repair kits if necessary. So, dann sieht man, dass sie ankommen. Base is under attack. Base is under attack. I'm not detecting any more hostile creatures in the base's vicinity. Well done, Captain Novak. The purpose of this training exercise is to prepare you for intense combat situations. This simulation is based on our long-distance scans of Galatea 37. They may or may not be accurate. You will be alone out there. There will be no communication back home until you can stabilize a rift portal back to Earth. You will have to rely only on your skills and your mecha suit. Mr. Riggs is the only companion that I need. We can handle the unknown. Just let us do our job. Oh, meine Aktion mit Nummer 4 hat einen Krater hinterlassen. We should further secure and expand our base. You can build more defenses, or go out and clear out hostile creatures' nests to prevent further attacks. We didn't have any time to study the creatures that are attacking us. The only thing we can do right now is to fight them or strengthen our defenses. We'll need a steel factory to build more towers. We'll have to find an ore deposit to build one. Okay. Thank you.
Also man sammelt auf jeden Fall ordentlich. Also ist das tatsächlich ein bisschen anders, als ich vorhin gedacht habe. Also ich habe eher so Richtung was habe ich vorhin gesagt, StarCraft und so gedacht, aber hier bewegst du tatsächlich im Endeffekt tatsächlich einen Hauptschar. Also im Endeffekt die Wissenschaftlerin. Dann kommt da nochmal ein paar Viecher. This looks like a large deposit of ore. Build a steel factory in this area and power it with a carbonium power plant. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Okay. Also, ich soll eine Ironiumfabrik herstellen. Das ist Ironiumerz. Also eine Ironiumfabrik soll ich auch nochmal. Und logischerweise Strom. Erstmal abwarten, dass es gebaut ist. Gehen wir mal ein bisschen auf Richtung Wind. Scheint nicht zu reichen. Okay, mit Mausrad kann man übrigens auch drehen. Also statt hoch und runter ist Mausrad. Also drehen. Okay, Mr. Riggs, we've got steel production up and running. Ashley. I would strongly advise you to place a ripcord near this factory. This way, we can quickly get back to this location if it comes under threat. It would also be advised to place additional sentinel towers to defend this outpost. Remember to connect the towers to the power grid using energy connectors. So ein Riftportal. Wahrscheinlich so ein Reiseportal, gehe ich mal ganz stark von aus. Ja. Tatsächlich. KI-Kern.
Na, der baut hier nicht weiter. Der wollte irgendwie nicht bauen. Okay, die KI kann ja so da tatsächlich. Damit man auch Verteidigungsanlagen baut. Sentinel Towers are ready. They should be able to fend off small groups of attackers. Select any of the available rift portals to instantly teleport to that location. Traveling through rifts is almost instant and doesn't consume any resources. Die Hauptbase hat schon standardgemäß so ein Portal. Das heißt, über die Karte mit Tab oder auch eigentlich auch M. I'm detecting hostile creatures heading towards our new mining outpost. They're not going to give us a break, are they? Das ist ein Spiel, was Spaß machen kann. But I'm sensing another attack heading towards our headquarters. We should return there quickly. Ashley, I strongly advise you to construct an armory. It will allow us to craft new weapons and upgrades, and also manufacture field repair kits, as well as other usable items. And it will produce more ammunition for your guns. Yes, that is an important building. The HQ has a permanent rift portal. We can rift jump to its location at any moment. Let's go. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Base is under attack. Die haben irgendwo keinen Strom. Na doch. Ich kann Hauptquartier ab. Hochstufen. Base is under attack. Base is under attack. There is a breach in our walls. Base is under attack. Wall destroyed. It's getting cloudy. It looks like it's going to rain. It's raining. It will decrease the output from solar panels until it stops. Okay, ist interessant. Also dementsprechend ist der Strom natürlich jetzt, weil es regnet. So, ich soll Arsenal herstellen.
Was ist ein Arsenal? Man kann drauf bleiben. Da kann man das so schön reparieren. Ach, das ist ein Arsenal. Achso, da brauche ich dieses Ironium. Verstehe. Ist gleich voll. Ich kann auch Einheiten The rain is over. Turns out that some things are not as different as back on Earth. Armory construction finished. We can now use it to craft new items. It will also automatically manufacture ammunition for my weapons. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Ich frage mich gerade, warum wir keinen Strom haben. Base is under attack. Was ist da denn? Mod. Streuung. Okay.
Warum wird hier strommäßig das so angezeigt? Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. You should go there and clear it out. Base is under attack. Ja, überall Stromausfall. Und ich weiß nicht warum. Also ich produziere scheinbar wenig Strom. Hier unten oben ist die Stromanzeige. Ich vermute einfach mal, dass das einfach zu wenig Strom produziere. Ja, es geht schon höher. Also oben die Anzeige. Kassel, da muss ich doch gar nicht. Hier oben die Anzeige. Sieht man die Produktion vom Strom. Wieder genug Saft. Ich frage mich gerade, was soll das Arsenal jetzt bringen? Ah, ich habe wieder Munition. Ah, okay, es gibt Schild. Okay. Könnte man einfach mal This looks like a hive of some sort. Let's look inside to see if it's occupied.
Okay, ich sterbe gleich. Aber ich hab's geschafft. Oder? Ja, Ziel erreicht. Aber gestorben. So macht man das übrigens. All the research samples and rare resources that were in this nest. We can study them later and use them to craft better equipment. Ich gehe nochmal hin, ein bisschen sammeln. Egal, wo man mit der Maus hingeht. Er macht natürlich nicht die Richtung, sondern er wird WSDA entsprechend die Richtung. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Okay, also dementsprechend noch ein Lager. Okay, das Arsenal scheint dafür da zu sein, scheinbar, wenn ich mir jetzt gerade meine Munition hier unten angucke, das aufzustocken. Mal gucken. Aufwertung. Gucken, was man so alles aufwerten kann. Okay, hier kann man soweit noch nichts aufwerten. Ah, okay. Man kann ihn. Tore aufwerten. So stabiler sind. Türme auf. Der Zaun kann jetzt aber allerdings jetzt sein vom, wenn er gerade nicht so gut. Ah nee. Das ist soweit ganz gut alles. Zaun. Scheinbar hat einen leichten Knacks, wie man hört. Das liegt aber nicht im Shadow. Aber ich würde mal sagen, für eine knappe Stunde da mal reinzugucken. Und eigentlich wollte ich das Video gar nicht so lang machen. Und dementsprechend so das Grobe hat man ja schon gesehen dementsprechend. Also im Endeffekt läuft man hier scheinbar aktuell alleine rum. Also man hat irgendwie keine. Kommt bestimmt noch, denke ich mir mal. Das wird sicherlich noch kommen, weil das ganz alleine zu machen,
Also, dass man Einheiten baut und so, gehe ich mal ganz stark von aus. Ach, eine Lampe gibt's auch. Ah. Leuchtet sogar. Jetzt gucken wir mal einmal hier rein, was hier noch ist. Standardboden. Metallboden. Okay, kann man auch bauen. Dass man überall Metallböden baut. Die dann so aussehen. Dann gibt es noch eine Erhöhung, wo man drauflaufen kann. Ja, steht ja auch da, ne? Das Arsenal ermöglicht die Herstellung neuer Waffen und Gegenstände, generiert und transportiert automatisch Munition und Vorräte für den Mecha-Anzug. Also dementsprechend ist es dafür gedacht. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass man keine Einheiten bauen kann dann. Oder ich habe es irgendwo jetzt überlesen eventuell. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass man da keine Einheiten bauen kann. Dass man als Wissenschaftlerin... Sorry. Dass man als Wissenschaftlerin dementsprechend alleine auf dieser... Also so habe ich das auch erlesen im Endeffekt. Auf dem Planeten ist. Mal gucken. Ich lasse mich von einem Besseren belehren und überraschen dann. Okay. Dementsprechend, also mein erster Eindruck vom Spiel, dementsprechend positiv. Steuerung ist gut. Was ich nicht so gut fand, war tatsächlich, dass ich nicht rein und rauszoomen konnte. Oder habe ich dafür die Tasten einfach nur jetzt nicht ich habe die Option auch nicht gesehen bei den Tasten, glaube ich. Bin ich mir aber nicht sicher, belehrt mich da besser. Schreibt also in den Comments, wenn ich was übersehen habe. Und mal schauen, was daraus wird. 2020, also dieses Jahr soll das noch kommen. Mal gucken. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang. Also, dann hoffe ich mal, dass euch das fast eine Stunde Video, soweit gefallen hat, und wenn ja, dann grundsätzlich gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, wenn euch das entsprechend gefallen hat, und wenn ihr da zukünftig gegebenenfalls vielleicht hole ich mir so das Spiel, mal gucken, weil das gar nicht mehr so schlecht ist, dass ich das dann dementsprechend da noch ein paar Let's Plays mache. Wenn da Interesse besteht, Kommentare, Likes und so weiter. Das Übliche halt. So, dann danke ich euch fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Video.